Der Platz der Treue hier bei Pokémon Leuchtende Perle. Wir hatten zuletzt ganz schön viel Schnickschnack. Untergrundhöhlen, Knusperkochen, die super Wettbewerbshalle und eine Sache gibt's noch in Herzhofen, der Platz der Treue. Hier können wir mit unserem Starter entlang düsen. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen niedlichen Pokémon spazieren gehen. Mit welchem Pokémon möchtest du spazieren gehen? Es geht Panpyro. Also der Starter funktioniert hier. Also dann genieße die traute Zweisamkeit an der Seite von Panpyro. Viel Vergnügen. Ah, ist alles gefährliches Halbwissen. Ich erinnere mich nur so schwammig. Also das ist gedacht auch für so Pokémon wie, wenn du ein Pikachu oder ein Pummeluff dabei hast, dann kannst du hier lang. Und wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, wurde das geändert von Diamantperl auf Platin, dass du deinen eigenen Starter mitnehmen konntest, egal wie weit er sich schon entwickelt hat. Aber vielleicht irre ich mich da. Tipps für Trainer, drückst du auf dem Platz der Treue den Plus- oder Minus-Knopf, versammeln sich die Pokémon, die du dorthin mitgenommen hast. Hältst du den Plus- oder Minus-Knopf gedrückt, zerstreuen sie sich wieder. Ich mitgenommen habe? Was meint ihr denn damit? Man kann ihn mit mehreren antanzen, oder wie? TM-Voltwechsel, jetzt müsste man nur noch ein Elektro-Pokémon haben und der Fisch ist rasiert, ne? Oh, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir auf Schritt und Tritt. Ja, wir wissen uns genug auf der Welt. Juhu! Siehst du das genauso, Kollege? Nicht? Verstehe. Vonera, das sind die Pokémon, die halt gehen. Ich komme mit meinem Vonera jeden Tag hierher. Dann kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Ja, wem es gefällt, ist doch dann eine feine Sache. Ich meine, es ist ein bisschen langweilig hier, so no sweat. Meinen Sie im Ernst, ich kann mich nicht mal setzen. Aber wenn es die Möglichkeiten gibt und es Leuten gefällt, warum nicht? Vor allen Dingen gefallen mir hier die ganzen TMs. TM-Anziehung, und das da ist einfach eine Statue, oder? Hallo, hier kannst du durch das Kochen von Beeren Knospe zubereiten. Nein, haben wir schon gemacht in dem Haus. Schau einfach vorbei, wenn du wieder in Kochlaune bist. Das haben wir hinter uns gelassen. Ich habe mich wirklich damit befasst. Pipi, das geht auch, ja. Pipi hat was Glänzendes gefunden. Sprich ruhig hin und wieder mal mit deinem Pokémon. Gut möglich, dass es etwas für dich hat. Ja. Tipps für Trainer. Auf dem Platz der Treue kannst du die Kamera mit Hilfe des rechten Sticks bewegen. So kannst du das mitgebrachte Pokémon auch nach Belieben beobachten. Du kannst die Kamera zurücksetzen, indem du den rechten Stick kurz gedrückt hältst. Das alles? Ich dachte, ich kann jetzt... Vor allem den rechten Stick nach links und rechts. Nach oben und unten. Bisschen merkwürdig. Würdig ist, sich zu merken. Das sind Ruinen aus längst vergangener Zeit. Trifft an! Ja, sehen auch aus wie alte Lehm... Werke. Spuktafel. Sapperlot. Auf der Rückseite der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Bei der Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Die Geburt des Universums. Schön, dass sie da dabei war. Auch das irre gut. Ein Münzamulett. Jawohl, für mehr Geld. Cash, Freunde, Cash. Für das fette Cash in the Tash. Ja, dass man hier ein bisschen mit der Kamera rumdrucksen kann und das war's schon. Das war er, der Platz der Treue. Ich hoffe, ihr seid so begeistert wie ich. Und war es schön? Fühlst du dich erholt? Dann bis zum nächsten Mal. Ja, aber man kann in diesem Spiel auch alle Pokémon hinter sich herlaufen lassen, wie in HeartGold SoulSilver. Oder war das in Let's Go nicht auch so? Ich glaube, Let's Go Pikachu Evoli. Ich bin erschüttert, sie lassen mich mit meinem Pokémon nicht rein. Oh, meine armen Kleinen, wie können sie Garados und Stalos nur so diskriminieren? Warum nicht? Ja, Stalos ist auch cool. Ich komme hier mit meinem... Boah, wie heißt denn das Riesenfossilvieh aus XY nochmal? Mit dem komme ich nächstes Mal her. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinem niedlichen Pokémon spazieren gehen. Ihr habt doch eine VHS-Kassette verschluckt. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview?
Vielen Dank, lass uns am besten keine Zeit verlieren. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem Spaziergang mit deinem Pampyro? Ich verstehe, vielen Dank. Dieses Interview wird demnächst in einer unserer Sendungen ausgestrahlt. Schalte doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Lol. Wurde das entfernt? Normalerweise konntest du so komische Kommandos, auswählen. Wer suche der Pfiffchen? Ne? Etwas von diesem Schlag. Okay, das ist Osttor. Und in Herzhofen haben wir ansonsten mit allen geredet. Die Arena ist gerade nicht verfügbar, weil die Arenaleiterin aus ist. Und wir haben auch schon hier gegen Wurstwasser gekämpft. Der meinte nochmal, Stress zu machen. Sind meine Pokémon fit? Sie sind fit. Wie geht's eigentlich dem Ei? Bis zum nächsten Level noch. Warum gibt's denn hier keine Infos? Aber willst du mich... Die wollen einen Hops nehmen, oder? Normalerweise kriegst du doch Informationen, wie weit das ist. Es wackelt oder man kann schon was hören, irgend so ein Quatsch. Moinsen. Weiter vorne steht eine zertrümmerte Steinsäule. Was das wohl ist? Ich bin ja so neugierig. Oh ja, da kommen wir jetzt hin. Zu Krüppbock. Route 209 ist das. Herzhofen, hallo. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Das hat jetzt ziemlich lang gedauert. Das war merkwürdig. Geht mal schneller, mal langsamer. Das ist der Nils. Mit IE, ganz wichtig. Also, ich kenne eigentlich mehr Nils ohne E, aber... habe jetzt schon einige Nils mit E mittendrin kennengelernt. Okay, einen. Wenn ich jetzt den Trainer hier dazu zähle, sind es zwei. Mobile. Robustheit. Okay. Aber wir haben noch ein paar, wir haben noch einige Gegner hinter uns. Sprich, wir haben Trainer ausgelassen mit Fug und Recht. Die wir aber auf jeden Fall nachholen werden. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Brauchen wir auch. Ihr seht halt nur auch die Problematik. Ihr erkennt ja, dass wir nur zwei Teammitglieder haben. Mitglied oder ohne Glied. Das sind beide männlich, ne? Mitglied. Und... ja, EP wollen ein bisschen aufgeteilt sein. Ich kann es nicht oft genug sagen, deswegen sage ich es nochmal. Ist halt ein wildes Experiment in der Situation. Aber, ja, wird so gemacht und ich bin da sehr neugierig und zuversichtlich, wenn ich ehrlich bin. Dass es das Richtige sein wird. Ich bin überzeugt, das Richtige zu tun, okay? Aber dazu müssen wir erstmal unseren Weg fortsetzen. Ich habe auch keine Ahnung, was für Pokémon auf dieser Route sind. Wir könnten ja mal eine Stichprobe machen und ein bisschen ins Gebüsch lucken. Sehr gut, deine Pokémon sind wirklich in ausgezeichneter Form. Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Ein Glas Honig. Geschenkt gerne. Der gute Breitsame. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Wenn ich so inzwischen drüber nachdenke, Staralilli so als drittes Teammitglied wäre was gewesen. Ist jetzt auch zu spät, ne? Aber... Ha, hier, hua! Ich mache hier mit meinem Bidifass ein Spezialtraining für die Super-Wettbewerbsshow. Hattest du tatsächlich schon an der Super-Wettbewerbsshow teilgenommen? Hier ein Zeichen meines Respekts. Bleib weg mit deinen Kackstickern, ey. Und was gibt's hier noch? Gehen sie intens? Okay, okay. Ich sehe schon, auf was das hier hinausläuft. Ich fühle mich auch ziemlich bedroht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ein Haufen Trainer. Manche kann man umgehen. Andere wiederum nicht. Moment mal, ich sehe jetzt erst, Panferno mir seit jetzt, seit dem Park der Treue, weiter folgt. Was zum... Wir kämpfen zusammen, das macht uns stark. Wir werden dich richtig klein machen. Hä? Ich habe drüber geredet und mir ist nicht aufgefallen, dass es der Fall war? Hä? Okay, dann ist ab diesem Zeitpunkt halt wirklich Tatsache... Aber sind es nur bestimmte Pokémon? Weil Barmelin steht ja an erster Stelle.
Warte, das ist Psycho. Das nicht eingeblendet wird, ne? Denke ich mir jedes Mal so. Was zur Hölle? Ja, gerade nochmal würde ich sagen. Erfolgsrezept gefunden. Jetzt wird's ausgeführt. Da hilft kein Weinen und Jammern. Also die nächste Stadt, die wir erreichen, ist Schleide. Richtig? Also es ist gut, dass wir jetzt ein bisschen mehr Kämpfe haben, weil zuletzt gab es hier halt nicht so viel. Nein! Buhu! Ich möchte mal eines überprüfen. Karte. So, Herzhofen geht's auch nach unten theoretisch. Eine große stabile Mauer umgibt dieses weitläufige Anwesen. Okay. Ich erinnere mich. Diese ganze Mitte hier werden wir noch voll lassen mit Trainern, die wir dann nochmal abklappern. Dieses Viereck. Also ich werde noch ein paar meiden, tatsächlich. Und alles schön nachholen. Hand drauf. Fällt mir selbst nicht so gut. Aber kann ich jetzt nicht dafür sorgen, dass der andere... Warum kann mir Barmelin als Begleiter wählen? Jo, läuft! Das ist interessant. So, die Krüppokruine. Der steinerne Turm hier ist nur noch eine Ruine. Diese Stelle im Mauerwerk scheint wie gemacht für den Spiritkern, den du dabei hast. Willst du den Spiritkern einsetzen? Kriegst mit Angst. Du setzt den Spiritkern in das Mauerwerk des Steinturms ein. Der Steinturm erscheint wieder in seinem Ursprungszustand. Auf der Außenmauer prangt die Inschrift Geweihter Turm. Dies ist der geweihte Turm. Er wurde offenbar vor sehr langer Zeit gebaut. Ich musste das episch vorlesen. Tipps für Trainer. Registrierst du ein Basis-Item auf einem bestimmten Knopf, kannst du es fortan ohne Umwege einsetzen, sobald du den Knopf drückst. Zum Beispiel mein Fahrrad. Gut. Guck mal, da sind noch Beeren. So frei bin ich dann auch mal. Also ich spiele jetzt auch mit dem Feuer, wenn ich so ein paar Trainer außen vor lasse. Ein paar sind gut, Alter. Ganze Routen überspringe ich so gut es geht. Aber es geht halt drum, ich wiederhole mich, meine Teammitglieder werden von 2 auf 4 oder 5 steigen mit einem Schlag. Nee, wir machen bei 4. Dritte und vierte Teammitglied sind nah beieinander. Und denen gönne ich dann den ganzen Schinken hier. Weil meine aktuellen Teammitglieder halt nicht mehr richtig gelevelt werden auch. Ne? Fühlt sich an wie Perle vor die Säue. Aber eigentlich übertreibe ich. Ich kriege in irgendeiner Arena noch richtig auf die Fresse. Trost du? Ja, bist du noch ganz bei Trost? Mein Ziel ist ja Schleide. Ne? Aber jetzt erkunden wir erstmal Trost du, ein kleines Örtchen auf Durchreise. Ja, machen wir vieles doppelt gemoppelt. Aber die Ortschaft wird jetzt erkundet. Oder? Ja. Das würde ich sagen. Trost du, wo man sorgenfrei leben kann. Kann man das?
Die werden kein weiteres Sortiment haben, deswegen... Wenn du einen Schutz verwendest, machen schwache Pokémon einen großen Bogen um dich. Das ist hilfreich, wenn du so schnell wie möglich irgendwo hinreisen musst. Ich würde mich ja gerne an der Kapseldeko versuchen, doch leider kann man hier keine Sticker kaufen. Eine Tüte Mitleid für den Knirps. Oh, guck mal, die Pokémon sind fröhlich. Wenn ich groß bin, möchte ich mal im Pokémon-Hort arbeiten. Ein reisender Trainer. Sag, wie viele verschiedene Pokémon hast du denn bisher schon gesehen? Wenn du ein kompetenter Trainer bist, sollten wir es mindestens 50 sein. Es sind gerade mal 40. Sind es jedoch weniger, solltest du dich besser auf die Socken machen und weitersuchen. Er sagt's nicht mal, oder? Barmelin klopft auf dem Boden herum, als ob er es nach etwas sucht. Scheint viel Spaß zu haben. Das Witzige ist, ich wollte nicht mal mit Barmelin reden. Ey, hat neue Energie geschöpft. Ich will doch... Ach, die frische Luft hier tut richtig gut. Auch die Pokémon scheinen sie zu genießen. Gut. Kleine Erfrischung gefällig. Yeah. Wir hören uns bald wieder. Von Toaste Beschleierte ist es recht weit. Du kannst zwar unterwegs im Café eine Pause einlegen, aber empfehlen würde ich es nicht. In irgendeinem Artikel stand mal, dass Pokémon unterschiedlich schnell heranwachsen. Zeitungsverlag, talentierte Pokémon-Fänger gesucht. Huch, grüß dich. Du hast sicher die Stellenausschreibung draußen gesehen, nicht wahr? Aber ist ja nicht weiter wichtig. Sag mal, ist es etwa ein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Eibe. Das trifft sich gut, denn genauso einen Pokémon-Experten wie dich suchen wir. Bring uns bitte ein Pachirisu vorbei, und zwar noch heute. Wenn wir die Frist nicht einhalten, wird der Sonderbericht nicht mehr rechtzeitig fertig. Also erledige die Aufgabe bitte noch im Verlauf des heutigen Tages, okay? Nope. Die Zeitung von Sinnoh hat zwar keine riesige Auflage, dafür aber umso mehr Fans. Und sie geht genau hier in Druck. Irgendeinem ganz billigen, lamen Hinterzimmer. Jawohl. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Ich bin der Leiter des Pokémon-Horts und gebe als solcher gut Acht auf die wertvollen Pokémon der Trainer. Sprich mit meiner Frau, falls du ein Pokémon in unsere Obhut geben möchtest. Ich hab nicht mal eins. Hallo, reisender Trainer. Nach einer Arena suchst du in dieser Stadt leider vergebens. Probier stattdessen doch mal in Schleierde oder Weideburg. Früher war hier nur eine Straße, sonst weit und breit nichts. Dann zogen Pokémon und Menschen her und mit der Zeit entstand dieser Ort. Genauso wirkt das auf mich, ja. Eine Durchreise. Bisher soll niemand gesehen haben, wie Pokémon Eier legen. Es ist also nicht bewiesen, dass die Eier überhaupt von Pokémon stammen. Nur von Meisterhand. Nicht Meisterhand, was soll ich sagen? Geisterhand. Hin und wieder wird im Pokémon-Hort ein Ei gefunden. Allerdings weiß niemand, wie diese Eier dorthin gelangen. Ob sie wohl jemand dort versteckt? Das ist geheimnisvoll. Dass es überhaupt überlegt wird. Dass da überhaupt diskutiert wird. Diese Gegend war seit Urzeiten von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar ein weitläufiges Weideland und vieles mehr gegeben haben. Das Wesen deines Pokémon ist also sacht, stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémon bestimmt, wie es heranwächst? Was meinst? Hier verliert man ein bisschen die Übersicht. Im Vergleich zu Anno Danomals. Ein merkwürdiger Bereich. Ach, da kommen wir wieder zurück. Ich war echt am Überlegen, ne? Dülü. Hier mal runter, dann kommen wir an das zweite Häuslein. Vielleicht brauche ich doch ein bisschen präzisere Steuerung. Okidoki. Und du? Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen, über alles. Wärst du so lieb, ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben?
Was soll ich? Warum soll ich allen Leuten Pokémon zeigen? Geht doch mal selber suchen. Oder? Ist doch weird. Wir wohnen hier bei den Pokémon. Reisender, zeigst du uns die Pokémon, die hier leben? So, what the F, man? Da die Ruinen, aber die sind jetzt auch nicht so... Ach du Schande, da war was im Busch. Oben rechts, unten links, oben rechts, oben links, oben links. Ach du Schande. Das kann ich mir doch niemals merken. Wenn ich falsch gehe... Moment, Moment, Moment. Das war... Man kann hier eigentlich alles abklappern. Wenn ich jetzt ohne Anweisung mache, ist ja nicht so, dass du... Och, sind es Trainer. Ist ja nicht so, dass du zurückkommst, quasi. Irgendwas ist seltsam an diesen Ruinen. Doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Schau nachher mal bei mir zu Hause vorbei, dann gebe ich dir meine Ballkapseln. Die kannst du dann mit Stickern verzieren. Aha. Pass auf, jetzt haben wir unten den Weg. Guck mal, ich gucke mir die Sackgassen gerne halt auch an. Da kann ja irgendwas liegen, theoretisch. Der will kämpfen, okay. Ihr bimmelt es nur so von Inkognito. Das muss einen Grund haben. Aber mir will partout keiner einfallen. Ark! Vielleicht lindert ja ein Kampf meinen Frust. Lust statt Frust! Yeah! Ruin Mania Kroll fordert mich heraus. Kleinstein, klein. Gut, Barmelin, dein Job. Was für ein Level ist momentan? 16, also immer noch voll im Rahmen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass Barmelin auch noch vor der Entwicklung steht. Obwohl geht. Pampyro, 26, Offenlegung. Normal. Nee, nee, komm. Vergiss es. Wir brauchen keine Offenlegung, tut mir leid, tut mir leid. Entschuldigung, ich dödel zu viel. Bronzel. Stahl wird besiegt von Feuer. Das ist mir nicht geheuer, aber es ist halt Feuer. Ich sag dir, das wird teuer in deinem Gemäuer. Flammenrad sieht gut aus. Ich finde, das ist echt eine schöne Attacke geworden. Der Effekt, der Effekt. Der macht's. Jetzt, wo ich verloren habe, bin ich erst recht frustriert. So, ich kam von unten rechts. Das heißt, ich meine, man sieht ja auch, ob man von oben kommt, ne? Also man sieht's ja auch. Man sieht's einfach. Und hier kommen auch wilde Inkognito. Ist das so, weil du das sagst? Ist hier Sackgasse? Weil ich schließe auch nicht aus, dass hier mehrere Wege waren. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich einfach nur den Inkognito folge, vielleicht finde ich da nicht alles. Ich finde, die Dinger hier sind halt schon übersichtlich. Ach, wie schön. Iiii. Verstehst du? Iiii. Sehr interessant, aber uninteressant. Danke. Riesenpilz. Schaut euch an, was wir uns alle mitnehmen können. Guck mal, ich gehe auch perfekt die Sackgassen, dass ich alles abklappern kann. Gut, ne? Ist halt hier nicht der Ocarina of Time Wald, wo du irgendwie zurückkommst oder weiß der Teufel. Ich meine, du musst den Shit halt auch erstmal bauen. Guck, da sind wir am Ziel der Träume angekommen. So, jetzt haben wir ausnahmslos alles gesehen. Wie ich hier zurückkomme, ist die Frage. Was steht hier? Freundschaft.
Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Und ein Nugget! Ein Sonderbonbon, da freuen wir uns sehr. Ein Gefäß voll Schrägrauch. Und die Hirntafel. Die ganzen Tafeln sind für Arceus. In dieser Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Schrägrauch muss ich nochmal genau gucken. Das war gutes Zeug, ne? Gutes Zeug. Verstärkte Attacken vom Typ Psycho. Na dann. Beide verstärken Psycho. Das ist interessant. Alles klar, ich mache einen Abgang. Haben wir auch mal das Fluchtseil gesehen. Sehe ich das richtig, dass wir schon wieder 25 Minuten auf der Uhr haben? Alter, wenn man Spaß hat, ne? Das darf nicht wahr sein. Trostu haben wir auch soweit fertig. Ja. Dann geht die Reise weiter auf Route 210, möchte man meinen. Ab nach Schleiede, unser nächstes Ziel. Ja. Mit Trainer Sparring. Ich habe euch aber genau erklärt, warum im nächsten Part. Gucken wir uns das genauer an. Jawohl, jawohl, jawohl. Und ja, das waren auch die Trostu-Ruinen. Applaus für den Klaus und bis zum nächsten Part. Der kommt sicher wieder bald. Bis dann und ciao.